Ich habe mir nicht viel ausgesucht diesmal, aber die Sachen haben es in sich. Und zwar sind sie neu. Neu im Shop. Im Moment suche ich ja immer so die Sachen raus, die New Arrivals, ja, also die neuen Ankömmlinge. Und wir haben Resinformen, die ich aber für was anderes benutzen werde. Also nicht für Resin, sondern für andere Dinge. Die gucken wir uns als erstes an und dann gehen wir über zu den Diamond Painting Produkten. Na. Wir gucken uns mal diese Form an. Ich hoffe sehr, dass Everyday eCrafts noch mehr Silikonformen reinkriegt. Ich finde das eine tolle Sache. Ich freue mich da riesig drauf, das zu testen. Und zwar möchte ich mit Wachs eine Wachsplatte machen. Oder halt mit anderen Dingen, die ich jetzt hier nicht nennen werde, weil sonst kommen noch andere auf die Idee. Ich werde auf jeden Fall kein Resin gießen. Also das braucht ihr nicht denken. Denn mit Resin, ich habe eine Katze im Haushalt, ich werde hier nichts mit Resin machen. Ich habe hier keinen extra Raum, wo ich alles lüften kann. Ich kann hier im Moment keine Fenster öffnen, deshalb werde ich mit anderen Dingen arbeiten. Aber auch nur für mich privat. Also ich werde jetzt nichts davon verkaufen. Das ist alles für mich. Dann haben wir hier, oh, noch mehr Resin. Also man kann es für Resin nutzen, man kann es fürs Backen nutzen, man kann es für andere Dinge nutzen, wie Gips oder sonst was. Hier zum Beispiel kann man Anhänger draus machen. Ja. Christbaumanhänger, Schlüsselanhänger. Das kann man zuklappen. So. Man kann dazwischen auch ein Foto dann reinsetzen. Ich werde mal schauen, wie wir das machen. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Das ist auch Silikon. Sehr festes Silikon. Fühlt sich auf jeden Fall so ein bisschen hochwertiger an als dieses hier. Wobei dieses hier auch wirklich nicht schlecht ist. Schön dick, vor allen Dingen. Ich werde damit die Tage mal was probieren. Und dann schauen wir mal, ob es was taucht. Ja, dazu wird es ein extra Video geben. Ich habe ja noch zwei andere Formen von Everyday eCrafts. Die werde ich dann auch testen. Das heißt, wir machen ein extra Special Video Do-It-Yourself mit Silikonformen. Aber dauert noch ein paar Tage. Ich tue das mal hier rein. Wir packen das wieder rein. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ich habe nämlich einiges mit euch vor nächstes Jahr. Wie gesagt, es hat nichts mit Resin zu tun. Dann haben wir hier das da. Das habe ich schon sehr, sehr oft gesehen bei vielen Leuten auf TikTok und Instagram und. Und dann war es bei Everyday eCrafts. Und ich musste es haben. Warum auch immer. Ich finde diese chinesisch-japanische Glückskatze ganz gut. Und deshalb habe ich sie genommen. Wir packen die mal aus. Das ist ein Handyhalter, den man painten kann. Und zwar besteht er aus zwei Teilen. Der ist wahrscheinlich easy peasy zusammengesteckt. Ich denke mal hier rein, ne? Und da kann man dann sein Handy rein draufstellen. Wie auch immer. Komm schon. So, das ist er. Und dann stellt man hier sein Handy drauf. Die Fläche kann man komplett painten. Mit den Steinen, die hier bei sind. Zeige ich die auch mal kurz. Ja, nicht wundern, ich habe hier meinen Kaffee stehen. Wir haben 5 Uhr morgens. Ich sag mal nur so zur Info. Ich komme ja momentan nicht so viel zum Video drehen. Deshalb mache ich es morgens oder nachts. So, wir haben diese Steine dabei. Sind nicht viele, aber sie reichen. Tun wir das da rein. Wir haben hier so ein Schälchen dabei zum Schütteln. Ich nutze natürlich meine Schiffchen. Und das Stift nutze ich auch nicht. Jetzt tue ich beides beiseite. So. Das wäre der Handyhalter. Sehr süß. Also ich zeige euch auch nochmal von nahen. Also das kann sogar euer Kind painten. Was auch immer jetzt gerade hier so schwarz ist.
Ach, vom Stift vorhin, okay. Hab mich schon erschreckt. Das ist die Glückskatze. Ich finde sie sehr niedlich. Und ich freue mich drauf. Ich packe sie mal wieder hier rein. Und verschließe das Ganze. Sehr süß. Sehr, sehr süß. Cute. Tun wir beiseite. Und gucken uns mal das Bild an, was ich hier bestellt habe. Ich habe mir natürlich ein Bild ausgesucht. Ein sehr schönes Bild sogar. Oh ja. Mit quadratischen Steinchen und mit einem Toolkit. Wir haben hier 40 mal 50. Wenn ich das jetzt ausbreite, ich hoffe, dass es klappt. Das Toolkit besteht aus einem weißen Stiftchen, durchsichtiger Stift, einem Vierersetzer, zweimal Wachs und einem Neunersetzer und einer Metallpinzette. Und jetzt weiter. Müll tun wir auch beiseite. Kaffeetasse auch. Und ich zeige euch jetzt mal das Bild, weil das mir wirklich sehr, sehr gut gefällt. Muss ich nur mal gucken, wo hier der Tesafilm ist. Weil hier wurde zugeklebt. Zur Sicherheit. So. Wir haben hier ein wunder, 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 wunderschönes Bild. Guckt euch das an. Was sagt ihr dazu? Es ist ein Traum, oder? Es ist einfach ein Traum. Wunderschön. Ich kann mit dem Licht jetzt nicht so gut arbeiten hier, weil richtig mies. Aber es ist ein Schloss mit Mond und hier die Ballons und der Regenbogen. Jetzt könnt ihr euch ja denken, Regenbogen bedeutet für mich sehr, sehr viel. Das Schloss verbinde ich mit dem Schloss in Österreich. Mein Vater hat Österreich geliebt und deshalb habe ich gedacht, das passt ganz gut. Ich möchte mir so ein paar Sachen aufhängen, die mich erinnern. Ja. Und das finde ich besonders schön. Der Druck ist richtig toll. Ich muss ja sagen, ich bin im Moment sehr verliebt in diese Druckweise von dieser Druckerei hier, die das macht. Also wirklich fantastisch. Richtig schön. Ihr seht, ich fahre mal langsam hier. Das ist das Schloss. Könnte Neuschwanstein sein, bin mir nicht sicher. Aber es ist wunderschön. Wirklich schön. So, wir gucken uns den Kleber mal an. Der ist sehr, sehr gut. Ja, fühlt sich gut an. Wird auf jeden Fall halten, was er verspricht. Ja. Ich rolle das Bild mal wieder ein. Auf die Schaumstoffrolle. Und zeige euch mal. Die Steine. Ein paar Pröbchen zeigen. Ja, das Bild ist halt berührt mich, muss ich ehrlich gestehen. So, die Steine sehen super aus. Die verbessern sich wirklich von Mal zu Mal. Wir haben wieder mal hier schön abgepackt. Abgepackt. Finde ich total gut. Und hier einen richtig dicken Beutel in hellem Weiß. 3756. Richtig toll. Ich werde wahrscheinlich auch mit AB-Steinen arbeiten. Bei den Regenbogenfarben. Ich habe noch genug Farben hier. Also die Steine sehen super aus. Super, super. Wunderbar. Gucken wir uns nochmal so ein helles Grün an. Sehen doch toll aus, oder? Boah, da will man direkt lospäten. Das Problem ist aber, ich habe so viele Projekte jetzt offen, dass es nicht geht. Ärgert mich immer. Ich muss erst ein Projekt jetzt fertigstellen. Dann habe ich wieder Platz für noch ein neues. Ja. Also, wir haben hier, wie viele Farben? 45 Farben. Das soll das Bild sein.
Es ist wirklich wunderschön, oder? Wunderschön! Ich freue mich so sehr. Danke, Everyday E-Craft, für dieses tolle Bild. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Wirklich. Mehr als ihr denkt. Ich packe die Sachen jetzt mal weg. Und werde die Tage auf jeden Fall das mit dem Gießen testen. Mit den Formen. Und dazu ein extra Video machen. Ja. Ich habe jetzt vor, wieder mehr Content zu bringen, der in die Richtung geht, dass wir die Sachen auch mal testen und machen, die ich hier bekomme. Ne? So. Ich packe das beiseite. Und ich bedanke mich recht herzlich für diese super tollen Produkte und ich freue mich, falls es noch weitere Kooperationen geben sollte, euch die Sachen präsentieren zu dürfen. Die ganzen Silikonformen werde ich mal alle mir so nach und nach besorgen. Euch zeigen, wie die funktionieren, wie die Sachen wirken, die man damit macht. Und ich werde immer darauf achten, ob neue Bilder vielleicht reinkommen. Und werde die neuesten Produkte natürlich hier bei mir auf dem Kanal zeigen. Ja, ich freue mich drauf. Hab euch ganz doll lieb. Und ich freue mich aufs nächste Video, wenn es heißt Unboxing Time.